Ruanda sponsert den FC Arsenal. Für knappe 35 Millionen Euro steht Visit Ruanda auf den Trikots. So weit, so gut. Aber Ruanda ist bitterarm, bezieht Entwicklungshilfe. Schnell war der Vorwurf in der Welt, Präsident Paul Kagame, ein begeisterter Arsenal-Fan, würde seinen Lieblingsclub mit Staatsgeld sponsern. Was ja auch stimmt, zumindest, dass das Geld aus dem ruandischen Marketing-Etat für Tourismus stammt, dem größten Devisenbringer des Landes. Man könnte fragen, ob das arme Ruanda einen reichen Fußballclub noch reicher machen muss. Man könnte aber auch fragen, ob 3 Jahre Tourismuswerbung bei einem der bekanntesten Fußballvereine der Welt nicht auch ein gutes Investment sind. Kagame hätte 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.